Der Sommer ist vorbei, Herbst und Winter kommen und damit auch die Erkältungen. Wenn du dich nicht so gut fühlst, bleibst du zu Hause und gehst nicht in die Schule. Damit du nichts verpasst, solltest du diesen Lernplan benutzen. Maile ihn an 2 deiner Mitschüler, um ein klares Bild von den Hausaufgaben und vom Wissensstoff zu bekommen. Und so sieht er aus. Der Tag und der Name des Schülers, an den du diesen Plan mailst, gehört darauf. Und dann die verschiedenen Unterrichtsfächer: Schreiben, Rechnen, Lesen, Sachkunde, Englisch, Navi und falls noch ein anderes Fach bei dir vorkommt, dann noch mehr. Und so könntest du ihn ausgefüllt von Luke zurückbekommen. Schreiben Doppelvokale, Rechnen Geometrie Dreieck, Lesen Kapitel 5 aus der Lektüre, Sachkunde Quiz Römer und das war's schon. Und dann hast du ihnen vielleicht auch noch Alina gegeben und Alina schreibt dir in den Plan: Schreiben, üben für Diktat, Vokale, ziemlich schwer. Rechnen, Dreieck spiegeln. Lesen, Buch weiterlesen, Sachkunde, Burgen. Mehr, das Wassergeld nicht vergessen. Kleine Unterschiede gibt es in den Lernplänen, also vergleiche die Pläne und frage bei Unklarheiten unbedingt noch einmal nach. Also geht es jetzt um das Krömer-Quiz oder sollst du etwas über die Burgen lernen? So sieht unser Lernplan aus. Der Link zum Lernplan, der ist unter dem Video, du kannst ihn dir downloaden. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere den Kanal und werde einfach nicht krank. Tschüss!